Hallo WPU, willkommen im Thread WPU featuring Tau Fledermaus. Auch jetzt schieße ich wieder mit einer Pumpgun, mit der Gamo Extreme und werde dann diese Diablos ausprobieren. Das sind die JSB Predator Metal Mag. Sie haben also sehr große Ähnlichkeit mit den H&N Hornet, nur bei diesen Diablos ist es so, dass die Spitze, die Metallspitze, Moment, so jetzt haben wir es, die Metallspitze also nicht bündig oben, na, heute wird es nicht gelingen, nicht bündig abschließt wie, also der Kelch nicht bündig abschließt mit dem oberen Hollowpoint, sage ich mal, sondern dass dieser Hollowpoint dazu dient, wenn, ja, sage ich mal, das Opfer ist ja den Jagddiabolo getroffen wird, dass die Jagdspitze, diese Metallspitze in das Opfer eindringt und dann noch dieses Pellet, dieser Slug, die Möglichkeit hat, sich aufzupilzen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Lasst euch überraschen. Ich habe da was gefunden. Als erstes schießen wir auf einen Quad-Reifen. Der ist auch aus meiner Quad-Zeit übrig geblieben. Das ist ein Straßenreifen. Ein semi-professioneller Rennreifen mit recht weichem Profil. So, die Distanz liegt ungefähr bei 8 Meter. Die Waffe wird geladen mit dem Predator. Mittig. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Predator sind tief eingedrungen. Hier vorne, Moment, nicht so tief, aber hier. Okay, nächster Test. Nächster Test, hier so ein Fladen, 2 cm dicke Knete. So, die Pumpgun ist wieder geladen. Auf die Knete. So, hier ist das Eintrittsloch. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und hinten das Austrittsloch. Hat funktioniert. Aber so schlecht sind die Dinger gar nicht. Hier eine Sprudelflasche, beschwert mit einem Flacheisen. Mal schauen, ob die Kugel es schafft, diese Sprudelflasche beschwert mit einem Flacheisen umzulegen. Ja, kriegt so ein bisschen noch Verkleidung. So, die Gamo wird wieder frisch geladen mit dem Predator und ich werde auf das Flacheisen schießen. Hat's geschafft. Man konnte es sehen, die Kugel hat sich sehr angestrengt, aber hat dann doch dieses Fallziel zum Umstürzen gebracht. Nächster Test. So, nächster Test. Ein Stück CD-Seife und zwar eine durchsichtige. Ich wusste gar nicht, dass ich den grün auch habe. Habe ich gerade erst ausgepackt. Mal sehen, wie tief die Eindringtiefe ist von dem Predator. So, die Waffe wird wieder geladen. Und schauen wir mal.
So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Kugel steckt in der Seife drin und zwar auf der anderen Seite fast ein Durchschlag. Cool. So, der letzte Test, ein sehr, sehr stabiler Plastikbecher mit, also sehr, sehr dickwandig. So, schießen wir auf den Plastikbecher. Waffe, der geladen. Delta, das ist B. Mittel. So, man kann es vielleicht nicht so sehen, aber hier vorne ist das Eintrittsloch und innen drin kann man sehen ebenfalls das Austrittsloch, aber nur einwandig. Ja, die sind recht stabil. Cool. Hallo WPU, danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Nobby. Tschüss.